Hi. Hi. So, wir haben jetzt hier die Wäsche wieder drinnen aufgehangen und jetzt hatten wir mal wirklich die Idealsituation hier. Also so ist es gedacht. Wir stehen nämlich so, dass sich das Fahrerhaus, wenn die Sonne rauskommt am Morgen, das heizt sich wahnsinnig auf. Und jetzt haben wir natürlich schon ein bisschen gelüftet, aber gerade eben, als ich hier die Tür aufgemacht habe, kam mir so ein Schwall Hitze, heiße, wirklich heiße Luft entgegen. Auch das Plastik hier von den Kleiderbügeln und so ist total warm. Also das ist quasi wie so ein ganz sanfter Trockner. Das funktioniert richtig gut hier vorne drin. Ja, der Platz ist echt cool gewesen hier. Echt ruhig, einfach zwischen diesen Orangenplantagen. Man kann hier gut stehen. Wir werden jetzt noch mal Wasser füllen und da haben wir schon was gefunden. Das zeigen wir euch gleich. Es ist nur ein kleines Stückchen fahren. Wir sind angekommen. Das waren jetzt nur ein paar Kilometer. Und jetzt füllen wir Wasser. Auto. Riecht? Das ist das Gestell von unserem Hacken-Porsche übrigens. Den haben wir bei Ikea geholt, glaube ich. Aber da kann man eben die Tasche auch abnehmen. Praktisch, ne? Ja, das ist, weil das sind 30 Liter Kanister. Leute, die müsst ihr nicht schleppen. Das habe ich einmal gemacht und tut die Finger weh, der Rücken weh, alles. Das ist, also 30 Kilo mit einem Arm, ich meine, das geht, nichts ist unmöglich, aber das ist eigentlich zu viel. Das muss man nicht machen. Man kann es auch so tragen, das geht dann besser, aber ach, das ist nichts. Und so ein Porsche, Hacken-Porsche, da stellt man es drauf und dann läufst du damit. Viel besser. Ja, wir haben 2020. Wir sind in Portugal und hier ist doch alles ein bisschen anders als in Deutschland oder in Holland. Und zwar, wenn man hier Wasser füllen will, das ist hier mit einer Pumpe. Wir haben hier so einen Brunnen mit einer manuellen Pumpe und damit pumpen wir das Wasser raus. Der Hammer. Jetzt wäre es natürlich praktisch, wenn wir einen Filter hätten, dann wüssten wir einfach, dass es sauber ist, aber im Prinzip ist es sauber. Wir haben auch Leute, Einheimische gesehen, die halten hier an, ziehen hier einmal dran, halten ihre 1,5 Liter Flasche drunter und haben wieder Wasser für den Mittag. Also es ist scheinbar Trinkwasser und Chlorgeruch ist nicht drin. Ich habe den erstmal gleich vermisst, weil ich so mich dran gewöhnt habe. Aber ja. Ich fand es mal wieder ganz angenehm. Es riecht auch nicht komisch, das Wasser, das scheint mir jetzt ganz in Ordnung. Und wir trinken es ja selber sogar nicht mal, sondern wir verwenden es ja nur zum Duschen und Waschen. Hände waschen, keine Ahnung. Man könnte es aber trinken, weil die Einheimischen trinken es ja auch. Ja, doch ganz anders, wa? Und wie kriegen wir jetzt das Wasser rein? Erstmal mit unserem Karren nach vorne schleppen. Wer unser Wasservideo, Wasser-Equipment-Video kennt, haben wir schon über ein Jahr alt, glaube ich, in Lanzarote gefilmt, ist immer noch aktuell, der weiß, wie wir das Wasser reinkriegen. Und für alle anderen, schaut mal so. Ja, eine ganz einfache 12-Volt-Pumpe, so eine Tauchpumpe mit Schlauch dran. Die hängt man in den 30-Liter-Kanister und die pumpt es in aller Ruhe da rein. Total easy. Wir haben noch einen, das heißt der zweite kann jetzt schon mit der Pumpe gefüllt werden, während der erste leer pumpt und dann tauschen wir die zwei. Ja, mal kurz gucken. 129. So, waren jetzt gerade eben 129 Liter drin. Na, guck an. Ja, geht doch schnell. Schneller, als man denken würde. Bisschen wie früher auf dem Wasserspielplatz oder so. Ich weiß auch nicht.
Erinnert ihr euch da noch dran? Ich fand es immer cool. Wasser ist gefüllt. War nicht abgesprochen. Aber es ist es in der Tat. Und jetzt geht es mal für uns weiter. Wir schauen mal, wir haben wieder Lust, oder ich habe Lust, an den Strand zu gehen. Und wir hatten ja letztens einen Tipp bekommen von so einem Stellplatz, Manta Rota. Da fahren wir jetzt mal hin. Mal gucken. Ich habe online gelesen bei den Bewertungen, dass es ziemlich voll sein soll. Mal schauen, ob wir einen Platz finden. Also toi, toi, toi. Fünfer die Nacht, glaube ich, hieß es, gell? Ja, genau sowas. Also nicht viel. Mal schauen. Das ist so eine Sache, die mir irgendwie auffällt in Portugal. Das ist ganz anders, als wir bisher gewohnt sind. Vor allen Dingen in den Dörfern irgendwie, da gibt es keine Gehwege so richtig. Also jetzt nicht in den kleinen Seitenstraßen, aber auch an den Hauptstraßen. Irgendwie keine Gehwege. Da muss man so im Seitenstreifen halb zugewachsen, muss man laufen. Das machen auch die Einheimischen. Also man sieht dauernd Leute an der Straße und die Autos pfeffern vorbei. Ja, halt anders, ne? Manta Rota. Film mal. Ja, ich film. Nope. Ja, wie kommen wir jetzt durch den Ort durch? Das ist nicht. Wir müssen irgendwie jetzt dorthin kommen. Ja, da haben wir jetzt einfach mit 4 Meter Radstand und 6,5 Meter Gesamtlänge den Vorteil, auf einer normalen Straße können wir wenden. Aber wenn man jetzt noch mal einen Meter länger wird, dann wird häufig knapp. Also von daher ist es ja gut zu machen. Schön. Ja, jetzt ist hier Baustelle. Deswegen muss man so umfahren. Jetzt kommt man immer noch nicht hin. Man kommt nur durch die Baustelle dorthin und da kommt man ja nicht durch. Und jetzt kam gerade einer, der sagt, der steht mit dem Wohnmobil dort hinten auf dem Parkplatz. Bisher ging es gut schon ein paar Tage und der Camping ist immer voll. Ich denke, gehen wir mal kurz reden. Aber ist ja eigentlich ein Stellplatz und kein Camping. Also oder Stellplatz. Gehen wir mal kurz fragen oder gucken, ob da noch Platz ist, wenn da alles wirklich voll ist. Ich mag eigentlich nicht direkt daneben stehen, das darf man eigentlich nicht. Nee, ist nicht so. Vielleicht fahren wir dann doch weiter. Ja. Wir gehen mal gucken und reden mal. Aber scheint mir eigentlich ganz schön. Also Sonne scheint, Palmen, cool. Ja, der Ort sieht echt schön aus. Ja, hat auch also eine schöne, ja, schön und nett und hübsch und klein sieht es hier aus. Also ich glaube, wenn man hier einen Platz hat, dann ist das sehr schön. Ja, Praia da Manta Rota. Ja, Womus über Womus. Also da brauchen wir es gar nicht probieren. Und da die Straße eh gerade aufgerissen ist, fahren wir, glaube ich, weiter. Ne? Ja, es ist voll. Ja. Und man kommt nicht hin. Schade. Kommt nicht hin, es ist voll. Das und scheint voll mir schon interessant, voll. Weil es sehr dicht am Strand ist. Sieht sehr, sehr schön aus hier. Gehen wir mal kurz am Strand gucken. Ja, genau, wenn wir schon hier sind. Juhu, das Meer. Und feiner weißer Strand. Sand, Strand.
Naja, weiter geht's. Schade. Ja, an sich hat es viel Potenzial, aber wir fahren doch weiter ans Stausee. Mal gucken, wie es dort ist. Wir haben mal wieder ein Bombenwetter. Richtig schön so. Es macht gerade richtig Spaß, ein bisschen hier so rumzugurken, die Landschaft anzuschauen. Also ja, wenn man mit dem Womo unterwegs ist, halt das Schöne, ne? Man ist schön langsam unterwegs. Man sieht auch wirklich was. Das ist richtig cool. Hier sind wir also bei dem Barranco oder Barranco do Belice. Stausee eigentlich, aber der Teil hier ist irgendwie ausgetrocknet, aber es ist ganz schön. Ja, war ein ziemlich holpriger Weg hierhin und ganz, ganz steil alles und bergig irgendwie. Aber ja, hier ist zumindest ruhig und ist schön. Ja, was macht? Bier trinken. Oh. Und hier hat man ein bisschen die Aussicht über das trockene Bett, Seebett, Flussbett, See. Und von hier geht ganz steile Straße runter, durch den See durch, wieder hoch und da oben steht ein Wohnwagen. Wie der wohl da hingekommen ist mit dem Hubschrauber? Ein Geländewagen davor, wa? Hier haben wir heute übernachtet. Super, super schön. Totale Ruhe. Tolle Aussicht. Niemand da, außer wir und ein paar Vögel und ein paar Hunde, die wir nur gehört haben. Hi, Van. Oh, wir sind ein bisschen schattig. Mal gucken. Ja, wir sind jetzt hier eben bei diesem Stausee. Ja, der Teil hier ist ausgetrocknet. Mhm. Aber der hintere Teil, der ist noch gefüllt mit Wasser. Also es gibt ja in diesem Stausee mehrere Stellplätze oder Parkmöglichkeiten. Es sind ja keine offiziellen Stellplätze. Deshalb werden wir es auch nicht verlinken unten drin. Mhm. Aber man kann hier an vielen Stellen schön stehen. Ja, es ist wirklich nachts. Hat man so ein bisschen Konzert von Hunden gehört. Erst aus der Richtung gebellt, dann hat es kurz gedauert, dann kam aus der anderen Richtung und die haben sich so ein bisschen abgewechselt. Die waren am Quatschen und auch vorhin, ich weiß nicht, ob ich es mit dem Handy richtig aufnehmen konnte, aber die haben geheult, das war so süß. Ja. Mal auf einmal, einer hat angefangen zu bellen und dann auf einmal so ein Heulkonzert halt, ne? Total cool. Ja, aber man hat hier keinen gesehen oder so. Also die sind, weil es hier so unglaublich still ist, das ist wirklich, wenn man nichts sagt, die Stille rauscht so in den Ohren, im Kopf, dann trägt es einfach ziemlich weit. Ja. Der Wind trägt den Klang halt weiter über die Berge. Deswegen hört sich das an, als wären die neben Womo, aber eigentlich ist hier nichts und niemand. Nee. Und es ist richtig herrlich. Wir saßen gestern noch ein ganz kleines bisschen draußen und... ja, heute Morgen Sonnenschein, so ins Womo reingeklopft mal. Richtig cool. Ja, und hier durch das Seebett unten geht ein Pfad oder ein Weg zu diesem Haus dort oben.
Der hat, glaube ich, auch eine coole Location. Der hat bis spät am Abend hat der Sonne, wenn hier schon Schatten ist. Also der Parkplatz ist nicht so ideal gelegen. Er ist relativ langschattig und am Morgen, also abends, geht früh die Sonne unter, hinter den Bergen. Und am Morgen sieht man natürlich herrlich, wie die Sonne dort auf dem Berg scheint. Und bis dann hier die Sonne ist, dauert es. Aber von dort hat er echt eine tolle Aussicht, glaube ich. Mhm. Und da sieht man auch jemand laufen, manchmal sieht man einen Hund laufen. Ja, also da ist echt jemand. Ich habe erst gedacht, als ich diese Straße sah, das sieht aus, der Berg geht so. Aha. Und da ist halt einfach so zwei Reifenspuren drauf. Echt der Hammer, wo die hier langfahren. Ja. Aber offenbar geht's, ne? Ja. Ja, und jetzt gucken wir mal, wo es uns jetzt hin verschlägt. Fahren wir mal weiter. Ja. So steil hier, jetzt braucht man doch gerade noch einen zweiten Anlauf. Ja, das ist jetzt echt erster Gang. Es ist so steil, erst kann man gar nicht hoch, weil wenn der Motor kalt ist, hat er halt noch nicht so viel Kraft. Und jetzt sind wir halt Schritttempo, gehen wir hier einen Berg hoch. Ist aber auch ziemlich steil. Ich schätze mal, das müsste um die 20% haben. Wir sind ja in Schottland schon 25% gefahren und das ist so ungefähr so steil.